Herzlich willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind mitten in der Operation Geisterhafter Schritt. Es läuft total schlecht. Ich bin ein bisschen genervt. Aber gut, wir probieren es jetzt weiter unser Bestes. Es wurden schon sehr viele Vorratskisten zerstört, was mich echt ankotzt, weil wir die Vorräte brauchen. Naja, jetzt versuchen wir hier noch den Sektoiden zu erlegen. Und ich glaube, dann gibt es noch eine Gruppe und dann sollten wir es geschafft haben. So, Markus. Hat Markus in dieser Runde, in dieser Mission überhaupt schon einmal getroffen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er lebt jetzt gerade so ein bisschen Grumpy Zuki. Ich bin echt angepisst gerade. Wenn ich angepisst bin, spiele ich nicht unbedingt gerade besser. Ammo out. So, weggefegt. Big deal. I need ammo. Wir werden jetzt erstmal nachladen. Oh, eine verbackte Leiche. Jetzt trotzdem nach, Lux. Dann nochmal auf Feuerschutz. Oh nein, ein Muton. Und zwei Sektoiden. Oh nein. Jetzt weiß ich, warum die Mission als schwer betitelt wurde. Ah, Mensch. Und es müssen so viele nachladen. Das wird jetzt richtig hart. Wobei, ich könnte ja mit ihm ein bisschen näher rangehen. Und dann vielleicht... Sie kann sich ja bewegen. Dann setze ich sie da hin. Ja, da setze ich sie hin. Nur 39 auf dem Muton, weil er in voller Deckung ist. Das ist echt schlimm. Schon unterwegs. Jetzt gibt's eine Granate, aber sowas von. Fang! Nee, er soll sie nicht fangen. Er soll sie einfach nur abbekommen, Lux. Ich könnte was Schwerthieb auf den Muton bringt nichts, weil die parieren können. Ich schieße jetzt einfach mit 39 drauf. Der Muton muss weg. Die Sektoiden sind nicht so wichtig. Axt habe ich leider schon weggeworfen. Nee, nicht auf ihn. Auf ihn mit 27. Und wenn du den triffst, dann höre ich auf zu meckern. Negative Damage. Ha, sie hat noch eine Granate. Aber sie kommt nicht so weit. Schade. Ja, mit 20. Es bringt auch halt eigentlich gar nichts. Aber okay. Also das, was ich hier gerade mache, ist reine Verzweiflungstat. Weil der Muton garantiert gleich einen ausschalten wird. Das sage ich euch so, wie es ist. Wie weit kann ich denn so eine Frostbombe werfen? Das bringt auch nichts, wenn ich mich dann nach vorne bewege. Okay, Markus, du wirst einfach nachladen. Nachgeladen. Und auf Pistolenfeuerschutz gehen. Biete Feuerschutz. Okay. Irgendjemand wird jetzt gleich sterben.
Er schmeißt eine Granate. Holt mich hier raus! Bitte! Also ich brauche gerade gar nichts mehr sagen. Das, was hier passiert, ist eigentlich klar. Wir sind gerade voll am Versagen. Oh Mann. Ich will einfach diesen scheiß Muton loswerden. Na endlich. Oh Gott. Okay. Macht jemand Striche? Stellen wir uns mal dahin. Dann gehen wir mal auf den hier. Und mehr können wir leider nicht machen. Es tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin, aber diese Mission geht mir einfach so dermaßen auf die Eierstöcke. Deswegen bin ich ein bisschen ruhig. Oh, wir haben unseren zweiten Soldaten verloren, die Hanna, einen ziemlich guten Ranger. There you go. Aber gut, wenigstens kein Zuschauer. Trotzdem bin ich ziemlich angenervt gerade. Lux, bitte triff ihn und mach ihn tot. Ich dachte gerade, er schießt daneben. Danke, Lux. Feind terminiert. Die Waffe verschlingt meine Munition. Ach Gott, was für eine Mission. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. 5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Meldes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Wir haben einen verloren. Es war eine schwere Mission, das habe ich gemerkt. Ich hätte vielleicht doch bessere Soldaten mitnehmen sollen, denn wäre jetzt die Hanna noch am Leben. Aber okay, ich habe es versucht. Wir haben die Mission abgeschlossen. Ach Mann, es hätte echt viel besser laufen können.
Letzte Mission war makellos. Jetzt das. Also daran sieht man, dass XCOM einfach echt sehr viel zufallsbedingt ist. Was haben wir für eine Trefferquote? Eigentlich müsste da 0 stehen. 47. Also unter 50%. Es ist... Was da auch für Trefferwahrscheinlichkeiten waren. Ich habe es echt nicht verstanden. Warum die echt so niedrig sind. Klar, volle Deckung gibt einen ordentlichen Abzug auf Trefferwahrscheinlichkeit. Aber die waren ja generell, auch wenn man... Wenn die nicht in voller Deckung standen, hatten die echt schlimme Trefferchancen. Und gefühlt alle Schüsse gingen daneben. Keine gute Mission. Echt keine gute Mission. Wir haben unseren zweiten Toten. Das ist nicht so schön für die Statistik. Lux wird sich auch nicht erholen. Er wurde getroffen. Ja, immerhin wurden alle befördert. Sie bekommt das Übernahmeprotokoll. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie ich meine Soldaten skillen soll, schreibt es mir gerne. Ich habe halt so ein gewisses System für mich, deswegen skill ich sie auch nach diesem System. Wenn ihr aber da Verbesserungsvorschläge habt, immer wieder gerne. Da bin ich offen für. Er wird der Revo, deswegen kriegt er blitzschnelle Hände. Er kriegt jetzt den Sprengschuss, weil ich ja gesagt habe, dass einer auf jeden Fall den Sprengschuss bekommt und das wird der Lux sein. Oh, verborgene Fähigkeit entdeckt. Dank der Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt, die außerhalb dessen Spezialgebiets liegt. Sei wird das Abfeuern oder Werfen von Granaten oder der Einsatz schwerer Waffen als erste Aktion beendet die Runde nicht. Super geil auf dem Ranger, da man später, wenn man ein bisschen weiter fortgeschritten ist von der ganzen Technik her, kann man das echt gut gebrauchen. Also finde ich das gar nicht so schlimm, dass sie die Salve bekommen hat. Gibt natürlich sehr... Es gibt einfach Fähigkeiten, die machen einen Ranger OP. Das wäre zum Beispiel die Serie. Das hat man super im Let's Play von Amras gesehen. Die Alessia war ja ein kleines Monster. Wir machen mal hier den Schattenangriff, weil sie ja der Phantom Ranger ist. Und wählen das einfach mal aus. Ich lese hier nochmal vor. Erhalte plus 25 zusätzliche Zielsicherheit, solange du verborgen bist, und plus 25 kritische Trefferchance bei Angriffen auf Feinden. Was haben wir denn alles bekommen? Alien-Legierung. Jetzt können wir endlich die Plattenrüstung herstellen. Vorräte haben wir auch bekommen. Illyrium-Kern und noch eine Waffenverbesserung. Die könnte ich auch mal montieren. Advent-Schildträger-Autopsie. Die Advent-Schildträger gehören zu den am schwersten gepanzerten konventionellen Alien-Truppen. Sobald wir den Anzug, auseinandergenommen haben, bin ich mir sicher, dass das Techniker-Team einen Weg findet, diese Verbesserung in unsere eigenen Rüstung einzubauen. Gut, wir werden jetzt endlich die Plattenrüstung herstellen. Neue Befehle, Commander. Und jetzt geht's los. Oh nein, Steve ist baufrei. Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen.
Da wir jetzt, ja, neue Rüstung haben, werde ich einmal offscreen alle Soldaten durchgehen und gucken, dass sie ordentlich angezogen sind. Wir haben gerade bei Steve gesehen, dass er baufrei rumrennt. Kommt von dem einen DLC, bin ich der Meinung, dass man da denn baufrei ist. Wir werden den Gefechtsscanner herstellen. Kostet nur 30 Vorräte, das ist nichts. Gedankenschild jetzt nicht. Pulsklinge brauchen wir nicht, da wir viel die... Wobei, wir haben... Nee, wir haben viel die Äxte mit, da brauchen wir das nicht. Dem Zielverstärker brauchen wir auch noch nicht. Wobei, können wir schon mal herstellen. So viele Vorräte kostet das ja nicht. Dann haben wir den schon mal. Falls wir den dann später brauchen. Und ich muss nicht mehr dran denken. Ich frage mich, ob das früher auch so war. Immer in Bereitschaft für den nächsten Kampf zu sein. Man bleibt auf jeden Fall wachsam. So, wie sieht's hier aus? Energie sieht gut aus. Bei unseren Soldaten. Ja, wir haben eine verloren. Wir empfangen eine ungesicherte Übertragung von so einem Clown namens Van Dorn. Scheint nicht unbedingt ein geeigneter Rekrut für uns zu sein. Wir gehen mal zur Ehrenwand. Da sehen wir dann unsere gefallenen Soldaten. Ja, die gute Hanna. Es trifft immer die Ranger. Bisher. Ach Mensch, ich bin gerade ein bisschen still, da mich das alles ein bisschen ärgert. Aber okay. Wir machen das Beste aus der Situation. Ich will aber erstmal hier den Ingenieur scannen, damit wir den haben. Berechnet neuen Kurs. So, da haben wir ihn doch. In einem verzweifelten Versuch, ihre Unabhängigkeit von Advent zu sichern, errichtete eine kleine Gemeinde, eine provisorische Palisade um ein lokales Funkgerät. Wir fanden den Techniker, der für den Entwurf zuständig war. Und Dr. Shen konnte ihn überzeugen, sich dem Team anzuschließen. Okay, was haben wir denn... Wo können wir ihn denn am besten einsetzen? Da läuft der Testbereich. Lassen wir ihn schon freiräumen. Ja, ich denke einfach. Das dauert jetzt sowieso sehr, sehr lange. Sperren wir da ihn da unten ein und darf er freiräumen. Zurück. So, die Folge neigt sich dem Ende. In der nächsten Folge, das verspreche ich euch, gehen wir auf jeden Fall die Alien-Einrichtung hier zerstören. Ich sag bis dahin danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.